Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Borderlands 2. Wir bringen jetzt das Claptrap Upgrade zu Claptrap. Durch Angels Sicherheitskraftfeld bringen. Komm zurück. Wir wissen vielleicht, wie wir an dem Bunker vorbeikommen. Alles klar. Claptrap ist jetzt upgraded. Kann also ganz sichtlich bessere und coolere Sachen, sowas wie unsichtbar werden. Und dann gucken wir doch mal, was hier oben jetzt die Leute sagen. Ich bin gar nicht, ich habe gerade woanders hingeguckt, es tut mir leid. Leid, das mit Bloodwing-Soldat. Aber ich bring diese Nachricht nach Thousand Cuts. Du wirst diese Nachricht einem Banditenanführer namens Slap King bringen. Früher gehörte er zu den Crimson Raiders, bis seine Methoden zu brutal wurden. Ich hielt es einfach nicht für effizient, Alpirien funktionieren vor den Augen ihrer Familie, die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Thousand Cuts. Er sah das nicht ein, aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen. Und er kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Sehr gut. Thousand Cuts liegt westlich der Highlands. Wenn du den Slap King suchst, dort wird er sein. Thousand Cuts. Aber Vorsicht, er ist ziemlich daneben, seit Hyperion seinen Hund gekillt hat. Na, gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ob wir heute bis zum Slap King kommen. Da geht's doch nicht nach 1000 Cuts. Wollte gerade sagen. Da geht's nach 1000 Cuts. Okay, dann mal los. Aber ich glaube, wir haben uns da relativ schnell durchgeballert. Jetzt, wo wir da diese neuen Sachen da haben, die neue Skillung, sollte es eigentlich gar kein Problem werden. Ja, ja. Das mache ich schon, das ist kein Problem. Möchte durch die Slabs zu kämpfen. Ach, da ist ein Zwerg-Goliath. Ja, das war der die ganze Zeit so. Nein, nein, verdammt. Ich habe vorher nachgeladen. Das gibt leider Minus-Stacks, tut mir leid. Aber trotzdem klappt es einfach. Oh. Es klappt einfach besser. Aber das mit dem Nachladen ist jetzt wieder deutlich schwerer für mich. So wie du schon gesagt hast, Luti. Warum werden wir eigentlich als Hyperion-Typ gesehen? Irgendwie immer. War das gerade ein Badass-Goliath? Wenn ja, dann war das ziemlich krass, dass ich den so schnell gekillt habe. Tja, ich spüre auch meine Beine nicht mehr. Ja, 2000 Damage, das geht schon irgendwie klar. Wo ist der denn? Ach, da. Warum schießt ihr auf Freunde? Ätzender Goliath. Der Slap King wird erst mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Überlebe einfach den Aufnahmeritus, den er für dich geplant hat. Och. Die kleinen Zwerge sehen immer total süß aus, egal was für eine das jetzt ist.
Also ich finde zumindest, dass sie echt niedlich gemacht sind, so auch mit dieser süßen Stimme immer. Mit dieser piepse Stimme. Na komm. Direkt. Ah, da ist ja der Death Chip schon wieder ready. 31 Stacks, läuft also gut. Das sieht vielleicht cool aus. Ach so, das ist eine Longbow. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein, das habe ich getan, das habe ich getan. Vielleicht bis zum nächsten Stack, Hört es auch irgendwann auf? Schade. Es hört nicht auf, mich zu heilen. Egal. Achso, ich muss hier irgendwie über eine Leiter gehen. Waren ja eh nur 40 Stacks oder so. Toll. Schade. Hätte ich es gern hier gehabt. Badass Marodeur. Also es läuft wirklich gut mit der Skillung, macht ordentlich Laune und ja, mir gefällt. Die Longbow-Granaten, oh! Der Goliath levelt sich hier auf, naja, warum nicht? Super Badass Monster Goliath. Voll cool. Ach, schade, ich glaube, sie haben ihn gleich getötet. Deswegen habe ich ihn jetzt mal getötet. Bevor sie mir meinen Stack klauen. Ich hab den Typen voll sowieso gehasst. Genau, schickt die ganzen Zwerge. Ist eigentlich schon ein bisschen krass, ne? Dass ich dem seine Typen gerade kille und er irgendwie so, ach doch, komm, der lässt euch doch aus, ihr Idioten. Los, geht nochmal sterben. Wo ist denn der Goliath? Solche Moves habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wo ist der Goliath? Ach, da oben ist der. Okay, alles klar. Ich hab schon wieder ganz gut Stacks, deswegen geht es jetzt hier ziemlich easy. Ich hab grad gar nichts verstanden, weil der ganze andere Sound so unglaublich laut war. Das gibt's doch nicht. 54, 56 Stacks. Du hast einige meiner besten Männer gekillt, um mich zu treffen. Dazu kann ich nur eins sagen. Das war Affengeil! Brick. Das ist der nächste Charakter, der aus Borderlands 1, den man als Berserker kennt. Auch noch mit derselben Synchronstimme im Übrigen. Du bist der größte Badass aller Zeiten. Und der größte. Und der ist einfach zwei Köpfe größer als ich. Hab mich schon gefragt, wann Roland seinen Gefallen einfordert. Der Bunker, hä?
Da du jetzt einer von uns bist, könnten meine Kopter dir helfen, den Platz zu machen. Richte Roland aus, dass ich dabei bin. Tolle Leistung. Mit Brick an unserer Seite dürfte es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück. Dann sehen wir mal, wie wir durch die Tür kommen, die sich nur für Jack öffnet. Ich mach dir die Tür auf. Na klar. Ja, dann mach doch. Mein Gott. Wow, du bist ein Wab. Dann hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Wir sind doch keine Banditen, also echt. Mann, das ist ein Haufen Zeug. Ich glaube, als nächstes kommt das hier. Ja. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit. Da kriege ich direkt beim ersten Kill dann 25 Stacks. Wenn ich davon 0 Stacks hatte. Slap, wir müssen diese Mörser aufhalten, sonst wird der Typ sich aber auch aus, ey. Ich glaube nicht, dass der im ersten Teil so aussah. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er so einen aufgerissenen Arm hatte. Gut, dann zerstören wir jetzt noch die Transmitter und ich glaube, da muss ich sowieso auch zurückgehen. Oh, komm. Der ist doch sonst wo, der Typ. Wieso ist denn der wieder zurückgegangen? Sowas macht man aber nicht. Ich weiß, dass wir die Zieltransmitter zerstören müssen. Sie lenken nämlich die Mörser. Ich glaube, da kann man auch mit drüber fahren. Nee, okay. Nee, dann los. Boah, das ist richtig. Ja. Es ist einfach genial. Okay, den knüpfen wir uns vor. Nee. Sorry, ich bin nur wirklich. Ich bin wirklich ein bisschen müde, deswegen rede ich irgendwie heute auch nicht ganz so aktiv. Keine Ahnung. Nein, nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein, meine ganzen Stacks. Ah, jetzt hat's aufgehört. Jetzt hat's aufgehört zu heilen. Warum? Ich weiß nicht warum. Wenn das jemand weiß, dann wäre es echt cool. Ich könnte mir gerne mal sagen, warum das so ist mit diesem. Dass es manchmal aufhört beim Nachladen. Und dann manchmal auch nicht. Dass es dann durchgehend heilt, bis ich nur noch 0 Stacks habe von Anarchie. Ich hab jetzt irgendwie. Was geht denn da ab, ey? Sauber gekillt! Ich seh noch ein Tanz. Ja, weiß ich. Ich kümmere mich um den Schild! Ja, dann mach! Los. Ich hab den Transmitterschild zerstört. Komm schon. Wie schwer kann es sein, einen Kammerjäger und einen wandelnden Fleischklopf
Jetzt sieht er die ganzen Badass-Loader. Aber wir sind Level 23 geworden und das ist alles noch weniger schlimm. Und ich muss auch sagen, es war eine sehr gute Entscheidung, erstmal ein bisschen zu leveln. Ey, das passt super. Das passt von der Zeit. Das hat Spaß gemacht. Krasser Job heute, Slap. Wir sehen uns dann in Sanctuary. Oh, nur damit du es weißt. Meine Slaps werden wahrscheinlich trotzdem versuchen, dich zu töten, weil sie hirnlose Idioten sind. Also nur kein Mitgefühl, wenn du sie umlegst. Hab ich auch nie. Okay. Also das heißt, wahrscheinlich versuchen deine Slaps, ihn auch umzubringen, weil sie es noch nicht so ganz raffen. So, dann gehen wir noch die Quest ab. Dann ist das eine optimale, abgerundete Folge von der Zeit. Und ich hatte wieder meinen Spaß mit den nun 91 Stacks von der Anarchie. Es geht halt einfach alles wesentlich leichter und das merkt man auch. Hätte nie gedacht, je wieder hier zu sein. Bei unserem letzten Treffen schienst du nicht sehr begierig, mich wiederzusehen. Ein Schild. Okay. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt, die sich nur für Jack öffnet. Entschuldigt die Störung, aber die Zeit drängt. Begib dich in den Ort Opportunity. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. So ungern ich es auch zugebe. Angel ist die beste Hilfe, die wir haben. Du weißt ja schon, dass du ihr nicht trauen kannst, aber... Sei vorsichtig. Dann wissen wir schon, was es beim nächsten Mal zu tun gibt. Wir begeben uns beim nächsten Mal nach Opportunity und töten Jacks Double, um die Tür zu öffnen. Na gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann.